Und damit herzlich willkommen zu der ersten, schön abgebrochen, zur ersten Ausgabe von Late Night Football. Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Mit an meiner Seite natürlich Captain Germany, Kasim Edebali. Kasim, grüß dich. Moin, moin. Und natürlich der Producer himself. Er hat schon wieder hektische Flecken. Björn Werner. Björn, sind wir auf allen Kanälen? Sind wir auch beim Kollegen Twitch, bei diesem neuen Kollegen? Wir sind auf YouTube live, wir sind auf Twitch live und es ist unfassbar, was hier schon die ganze Zeit in diesen Chats abgeht. Es ist so ein bisschen ist es eine Battle zwischen YouTube und Twitch? Keine Ahnung, Leute sagen die ganze Zeit, nein, mehr Leute werden auf YouTube sein, mehr Leute werden auf Twitch sein. Wir kennen uns nicht im Chaos mit Twitch. Patrick hat gar keine Ahnung, was Twitch ist. Ich hab gefragt, wo ist der denn? Ist das eine Plattform im Internet, so wie YouTube? Oder brauchst du eine App? Keine Ahnung. Also willkommen auch jetzt mit am Start, die Twitch-Zuschauer und Zuschauerinnen. Bin gespannt. Ich auch. Also, Leute, bevor wir loslegen, wie war eure Woche? Kasim, wie war deine Woche da drüben in Amerika? Was macht Corona? Was macht alles? Corona immer noch Amerika? Corona immer noch verrückt, aber heute war Bankdrücken. Das heißt, ihr wisst Bescheid. Schön Germany-Style, ein bisschen gewuppt, ein bisschen Trizeps. Wie viel hast du denn gemacht? Ja, momentan, ich habe nur ein Trainingsprogramm, weil ich bin von 262 Pfund, das sind 120 Kilo oder so, 120 Kilo, auf 249, das sind 113, so 5, 6 Kilo runter. In sechs Wochen, also momentan ist ein bisschen Definitionsphase, Low Carb und geht ab. Das heißt, heute war nicht zu viel, nur 110 für 15 oder so, ganz kontrolliert. Leute. 110, 15 Reps? Keine Ahnung. Ja. Aber pass mal auf, hört ihr diese Tonqualität hier beim Kasim Edebali? Er hat sich einen kleinen... Na, sag mal, was hast du da? Er hat sich was geholt. So ein kleiner Black Hammer, weil ich habe einen kleinen Black Hammer. Er hat sich einen Mini-Hammer besorgt. Ich glaube, wir müssen mal... Ich habe gehört in diesem Twitch-Ding und auch bei YouTube fragt der ein oder andere... Warum ist Kasim Edebali dabei? Was ist das für eine Frage? Solange der Knabe noch arbeitslos ist, ne? Wir drücken ihm natürlich alle Daumen, aber solange er arbeitslos ist, müssen wir natürlich einen NFL-Pro hier als permanenten Gast bei uns haben. Und er hat sich ja auf der Intern-Couch bei Herrn Werner im Chalet sehr gut geschlagen. Deshalb wurde jetzt sein Internship in eine permanente Stelle umgewandelt. Herr Producer. Willkommen im Team, Kasim. Dankeschön. Danke. Die letzten paar Wochen warst du ja 10 Minuten, bevor wir live gegangen sind, im Hektik-Mode. Und dann war ich nur am Schwitzen, weil ich dachte, oh, mit Kasim, das wird nichts. Aber heute, warte, ich muss dich ja loben. Ich möchte dich ja loben. Heute war ja die Stunde vorher ready to go, so bereit und saß mit mir hier die ganze Zeit und war einfach ready. Letzte Woche, ich möchte nur wissen, das allen Leuten sagen. Und zwar, vor 2 Wochen wollte ich hier auch sein, in meinem Zimmer, weil ich habe alles schön für so ein kleines Studio gemacht und die Internetverbindung war richtig schlecht. Und dann bin ich... Hast du etwa kein Glaserfaser da drüben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 3 Minuten, bevor die Show losging, habe ich meine Rollerblades angezogen, meinen Computer in den Rucksack gepackt und bin zu meinem Schwiegerpapa schnell zu ihm gerollerbladet und voll schwitzend war ich dann in der Podcast. So, okay, was geht ab, Jungs? Also heute... Ich stelle mir das gerade vor, ey. Ein NFL-Pro und Rollerblades durch meine Nachbarschaft. Ja. Oh Mann, ey. Und ich lese gerade hier, ein Twitch-User hat schon gesagt, Kasim, pack die bei Laberlauch zur Seite und macht demnächst seine eigene Show und dann sind wir weg. Ja, die Bromantiker, was ist los? Jetzt ist es schon uninteressant. Sobald Kasim da ist, ist es uninteressant. Boah, ey, guck mal, so eine Fick hat schon auf die... Björn ist ein Ehrenmann. Björn ist ein Ehrenmann, weil er weiß ganz genau, ich habe so Langeweile zu Hause. Ich habe mir eine Gitarre vor 4 Tagen gekauft, weil ich Langeweile habe. Er sagt so, komm Kasim, du hast gar kein Team. Perform was, los. Nein, weil ja, lass mal was sehen. Ja. Nein, ich habe gerade, erst seit 2 Tagen, ich habe Stand by Me, die haben gesagt, das ist leicht, okay. Hau raus. Okay, warte, bitte nicht lachen. Danach geht's los mit Football. Warte, okay. Thank you.
Warte. Ah, okay. Okay. Es war zu erkennen. Dankeschön. Vor zwei Tagen gestartet. Vor 4 Tagen angekommen, aber ja, cool. So, Herr Werner, wollen wir loslegen mit Football? Lass loslegen. Es ist Game Week. Wir sind bereit. Es ist das erste Mal hier Late Night Football bei uns auf dem YouTube-Kanal und bei Twitch. Und es ist ja diese Woche tatsächlich. Habt ihr, wer von euch da draußen spielt Madden? Sicherlich viele. Habt ihr beiden schon Madden gespielt? Nicht das Neue, aber Madden 20. Ich habe Face of the Franchise mal gespielt. Sag mal, wer bei EA Sports hat sich dieses Face of the Franchise, dieses Storyboard ausgedacht? Warum? Ich habe verrückt. Aber sag mal, im Ernst jetzt, da bist du irgendwie mit so einem anderen Quarterback in Competition, dann habe ich im FBS Semifinal irgendwie 12 Touchdowns geworfen, Maschine, 700 Yards. Und im Finale bin ich auf einmal gebencht. Hey. Oh Mann. Aber warum reden wir über Madden? Weil da war was Cooles. Da war es, stimmt. Ach, jetzt wollte ich den Bogen spannen. Madden. Producer, hau mal raus. Was ist bei Madden? Let's go. Vor 2 Tagen hat EA Sports Madden ein richtiges Statement gesetzt und Colin Kaepernick als Free Agent sozusagen in das Spiel gepackt, dass du ihn zu jedem Team in deiner Franchise sozusagen signen kannst, unter Vertrag nehmen kannst. Und was ich als mega geiles Statement finde von EA Sports, und wenn er einen Touchdown macht, macht er das hier. Mach doch mal groß den Fuchs. Ey, let's go. Sehr geil. Das ist ein Statement von EA Sports in der heutigen Zeit, was ich sagen muss, Respekt. Kasim, gleich mal meine erste Frage an dich. Ist das ein Statement oder ist es einfach nur Kommerz obendrauf gehüpft, weil vorher war Kaepernick raus die letzten Jahre, jetzt durch Black Lives Matter, auf einmal ist er wieder drin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ganz beide Seiten sind natürlich, wenn man nochmal drüber nachdenkt, weil ich weiß noch vor ein paar Jahren, oder letztes Jahr, vor 2 Jahren, da war ein Rapper und der hat Colin Kaepernick in seinem Rap-Song in Madden genannt und dann haben sie es zensiert. Das heißt, sein Name wurde nicht erwähnt im Spiel. Und das war dann echt, fanden das nicht so gut, natürlich. Ich kann mich daran erinnern. Ja, und dann natürlich, Kaepernick war niemals Free Agent oder so. Und jetzt natürlich, wo mit Black Lives Matter und alles, dann ist es, hey, ist das gut oder versuchen die einfach nur mehr Geld dafür rauszuhauen? So, okay, Kaepernick ist im Spiel, um mehr Spiele zu verkaufen. Also. Ja, auch ein bisschen Kredibilität. Ja, wir sind jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und jetzt hauen wir sogar noch eine Faust raus. Aber, ist es Kommerz oder findest du es gut? Ich finde es gut, aber zur gleichen Zeit ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Weißt du, ich meine, beide Seiten gewinnen, weil Kaepernick ist im Spiel. Kaepernick kriegt seine 17.000. Nicht, dass, also, er hat natürlich viel mehr Geld verdient, aber jeder Spieler, der Madden ist, kriegt ja in der Mitte der Saison seine 17.000 Madden-Check. Kriegst du auch einen Madden-Check? Bin ich Free Agent im Spiel? Dann ja, aber ansonsten mal gucken. Hast du letztes Jahr, wo du 2 Spieler auf dem Roster warst, einen Man-Check bekommen? Ja, der war lecker. Oh, ey, Björn, wir müssen die Bromantiker da draußen fragen, die müssen jetzt mal, während sie twitchen oder YouTube, müssen die mal gucken, ob Kasim Edebali im Spiel ist. Weil dann haben wir hier jetzt live rausgefunden, ob Kasim $17.000-Check bekommt, weil dann ist der nächste Döner, wenn er nach Hamburg kommt, direkt auf seinen Nacken. Oder du investierst in diesen Football-Broman-Chat. Oh. Ey, aber damals halt Team-Meeting, weißt du, dann die NFLPA ist dann im Team-Meeting da und sagt so, okay, Jungs, wir sind hier, um euch den Madden-Check zu geben. Und ich kann mich noch ganz dran erinnern. Ich natürlich, damals war 16 oder so, 16.000. Ich so, boah, let's go, Madden-Check. Und die ganzen Jungs, die so viel Geld haben, die haben den Madden-Check einfach genommen und sind ins Casino damit gegangen. Ich so, was ist bei euch los? Da ist schon. Kasim ist okay. Nicht drin. Das heißt, ich muss jetzt auf einem Team sein und dann bin ich wieder drin. Also, ihr wisst, dann bist du wieder drin. Geiles Ding. Ich muss mal kurz erwähnen. Achso, ja, erwähn mal und dann habe ich da noch ein 8.500 live auf YouTube und ich glaube, ich kann Twitch nicht sehen. Habe ich schon was von 1.000 gelesen.
Das ist eine Menge, Leute. Vielen, vielen Dank. 8.000 auf YouTube, ey. Ich glaube, insgesamt sind wir bei 9.000. Also ich glaube, die Zeit ist doch ganz gut. Patrick, ich muss sagen, Props an dich. Alle haben die eben recht. Ich hatte einmal recht. Mega geil. Alle Familienmitglieder haben ihre Kinder wahrscheinlich hingepackt. Fertig ist und spannend gerade mit uns. Meine Kinder schlafen auch gerade. Ja, Mittagsschlaf. Bei dieser Mittagsschlaf. Nee. Aber das sind stolze Zahlen. Ja. Wo wir gerade darüber gesprochen haben, Kasim, du hast es gerade gesagt, wenn du jetzt auf den Roster kommst, dann kriegst du auch einen Madden-Check. Haben sich heute deine Chancen erhöht, dadurch, dass bei einem Team, bei dem du warst ja bei fast allen, aber bei einem Team, wo du warst, hat sich ja jemand verletzt, der genau deine Position, dein Körpertyp ist. Die Rede ist von Vaughn Miller. Hat sich verletzt, der Björni hat den Tweet aus Social Media, hat sich, wie Björn, erzähl mal, wie heißt das Band, was er... Boah, ich musste selber erstmal das dislozierte peroneale Sehne im Knöchel. Und ich habe das probiert zu googeln und ich verstehe es immer noch nicht, wie das geht, was sie angeblich sagen, dass irgendwie die Sehne komplett über den Fußspann rübergegangen ist. Keine Ahnung. Über den Fußspann. Pass auf, es ist im letzten Play, im letzten Training, es war so ein absoluter Freak-Accident. Die haben angeblich, weil da ein Blizzard gerade ist in Colorado, sind die nach Indoor gegangen, also in ihren Dome. Und da ist ein Kunstrasenfeld und irgendwie im letzten Play falsch umgeknickt. Und das Traurige und es ist, ey, das tut einem eigentlich voll weh, weil ich bin auch ein riesen Vaughn Miller-Fan. Erst für mich Top 2 Pass-Rusher. Ich weiß nicht, wie ich Nummer 1 und Nummer 2 setze. Vaughn Miller ist wahrscheinlich ist out for season. Die sagen, er ist out for season, weil diese Verletzung, wenn er seine OP bekommt, 5 bis 6 Monate im Durchschnitt. Mm. Und das ist das ist bad time. Das ist so unvorstellbar, weil Vaughn ist so eine Komplettmaschine. Weißt du, in meinem Leben, ich habe mit echt vielen Jungs gespielt in der NFL. Weißt du, und ich habe auch, als ich noch bei den Rams war, ich habe Aaron Donald, ich habe sie alle gesehen. Aber Vaughn Miller ist echt, der ist ein Unmensch. Der Typ ist komplett 115 Kilo und ist einfach und läuft eine 4-4-4-5, ist schnell, kann droppen, der kann alles. Der ist unzerstörbar. Also ich habe ihn noch nie verletzt gesehen. Das heißt, das ist echt nicht schön. Das ist richtig scheiße für Vaughn, wenn er echt die ganze Saison aussetzen muss. Und das ist ja auch, ich habe es auch gegoogelt. Das ist eine Sehne, die eigentlich hinter dem Knöchel langläuft. Die kommt irgendwie aus der Wade hinterm Knöchel lang und dann so runter in den Fuß. Wenn die ab ist und über den Knöchel zum Spannen geht, dann muss er aber mit ordentlich Knöpf umgeknickt sein. Wahrscheinlich Indoor auf Turf hängen geblieben. Hier sehen wir, er geht gerade eine zweite Meinung ein, das ist ja Standard in der NFL. Kasim kennt das, ich kenne das, weil du vertraust nie den Ärzten von deinem eigenen Clubteam. Ey. Wirklich. Du vertraust nie deinen eigenen Ärzten von deinem eigenen Clubteam, weil die sagen immer erst was, oder die wollen jetzt immer die Situation, wie können wir Geld sparen, wie kann das Team Geld sparen, wenn jetzt out for season ist. Weil die Verträge sind so kompliziert mit Verletzungen und deswegen holst du immer eine zweite Meinung, die nicht mit dem Team irgendwas in Verbindung setzen. Christine, ich habe das mega Stories. Du hast Stories mit deinen Knien, aber ich weiß auch. Oh Gott. Und zwar damals, ich war mein zweites oder drittes Jahr. Und da haben die gesagt: Ja, Kasim, du brauchst nur ein ganz kleiner OP am Knie, alles gut. Weißt du, und dann einer von meinen Teammates sagt: Ey, Kasim, hol dir zweite Opinion, weißt du, vom anderen Arzt. Und dann habe ich gesagt: Warum? Er meinte so: Die Ärzte werden vom Team bezahlt hier. Das heißt, was alle, die dir sagen, das ist das Beste fürs Team. Und ich damals, oh, ist egal, ist alles gut. Und dann war ich für 4 Monate raus erstmal in der Offseason und es hat echt lange gedauert. Und dann habe ich rausgefunden, der Arzt, der das gemacht hat, das war seine erste OP am Knie mit der OP, die er gemacht hat. Was? Das heißt, ich musste die gleiche OP ein Jahr später machen mit einem anderen Arzt und dann war alles gut, weißt du? Danach war mein Knie genauso gut wie nie zuvor. Das heißt, echt drei, vier Monate verschwendet. Wir brauchen, ich will unbedingt meine erste OP machen.
Wir haben da einen Deutschen, Hede Bali. Komm, mach mal. Ich weiß noch, wo wir darüber gesprochen haben, wo du die Knieprobleme hattest, weil du mich gefragt hast, ey, was hattest du mit deinen Knien? Und dann hast du gesagt, ja, der Arzt sagt, ich sag so, Christine, red mit deinem Agenten und schick das erstmal zu irgendjemand anderem, ja? Ja. Du musst aus Erfahrung lernen. Leider. Wir hoffen, so scheiße das ist für Von Miller, die Denver Broncos, du hast Zeit dort verbracht. Ist da der gleiche Outside Linebacker Coach, mit dem du noch drei Jahren? Nein, der Outside Linebacker Coach ist gar nicht mehr da. Aber ich habe da ganz viele Connections. Also mal gucken. Ein Agent, immer wenn irgendwas kommt, weißt du, und alle Teams, ihr müsst euch das so vorstellen: alle Teams auf jeder Position haben eine Liste von 10 Jungs, Free Agents, andere Teams. Und so, wenn die available sind, weißt du, wenn die gecuttet werden, wenn einer sich im eigenen Team verletzt, da werden die ganzen 10 Jungs sofort angerufen, werden alle nach Denver oder wo auch immer rausgeflogen und dann hast du wieder ein Tryout. Und dann gucken die an, wen die am meisten mögen und den signen sie dann. Und das ist mit jedem Team so. Die haben alle eine Liste von Jungs, die sie haben möchten, wenn die Situation richtig ist. Also müssen wir die Daumen drücken, dass wir dich, obwohl wir wollen ja auch nicht, dass Von Miller jetzt lang verletzt ist, aber er wird ja sicherlich zumindest ein paar Monate ausfallen, dann wollen wir ja die Daumen drücken, dass wir dich dann vielleicht im Denver-Kostüm sehen. Dann wäre doch was. Ich wünsche es dir auch. Ich wollte noch sagen, Von Miller, so einer der besten Passrushers, seit er in die NFL gekommen ist. Wie viele Jahre ist das jetzt schon, Kasim? Weißt du es noch? 2012 wurde er, glaube ich, gedraftet. Ich glaube, sein 10. Jahr. Oh, dein erstes Jahr? Nein. Wann Von Miller gedraftet wurde? 2011 oder 2012? Ich glaube, ein Jahr vor dir. Ich glaube auch. Und seitdem hat er die meisten Total Quarterback Pressures. Das heißt, kombiniert aus Sacks, Quarterback Hits und Quarterback Harries. Quarterback Harries, wenn ihr unter Druck setzt, er schmeißt den Ball, weiß ich wohin, in Completion. Quarterback Hit. Was denn? Quarterback Harries. Hurry, unter Druck setzen von den Harries. Der Typ ist schon wieder, guck ihn dir an, ey. Der ist das größte Kind in diesem. Quarterback Harries. Quarterback Takedowns, Quarterback Hits. Er kann ich mir nicht. Oh Gott, wir brechen diesen Chat ab von diesem Stream. Nein, Quarterback Sacks und Quarterback Hits, wenn auf dem Mond kann. So, weiter geht's. Und Harrys. So, Im Training. Die Romantiker werden das wieder auffressen. Wo wir gerade bei Harrys sind, irgendwie ist gerade meine Dings ausgegangen. Ich verstehe das wir nicht. Wir sehen nicht. Pass auf, ja, das ist ja gut. Lass uns mal über Geld sprechen. Björn hat viel. Davon, der, ey, Mann, er Sieben, hör. Warum fängst du denn jetzt damit an? Ich habe mein ganzes Wahrheit Leben. Du bist der größte Sparfuchs. Du hast am meisten Geld von allen hier. Ey, ich weiß noch, als ich bei dir beim Draft war, Digga. Er wurde gedraftet, wir sind alle im Club gegangen. Björn, New York City. Weil das, Leute, das ist so ein Bullshit. Ey, guck mal, die Hamburger, Mann, das ist unfassbar, wenn zwei Hamburger hier drin sind. Björn war, ich weiß nicht, Björns Vater, weißt du, und Björn, schön kleines Bierchen getrunken, first round, und dann alle schlafen gegangen. Der war nach dem Bier. Ich bin um 1 Uhr pennen gegangen, weil der Draft ging ja bis 0 Uhr. Und danach seid ihr alle. Christine kommt zum Draft, das Erste, was er macht, springt ins Bett von meinem beiden Bruder. Er hat ihn noch nie kennengelernt. Aber Money, komm, wir kommen zu Money. Ja, wir müssen zu Money kommen. Jalen Ramsey, Cornerback von den LA Rams, wurde bezahlt. 105 Millionen? 105? Über 5 Jahre. Ja, gib uns die Details. Die schmecken. 5 Jahre, 105 Millionen. Das sind 21 Millionen pro Jahr. Davon 71,2 Millionen garantiert. Damit bestbezahlter Cornerback ever. Ever. Mm. 21 Millionen für einen Cornerback. Der erste Cornerback, der es geschafft hat, in den 100-Millionen-Bereich zu kommen. Krass. Das musst du einfach kurz mal sinken lassen. Das ist für die Cornerback-Position, die sehr, sehr wichtig ist, ja. Aber wir sehen gerade die ganzen Verträge, die gehen alle steil hoch in der Corona-Zeit. Wer hätte das gedacht, dass in der Pandemie die NFL einfach die höchsten Verträge auf fast allen Positionen in dieser Offseason gebrochen hat?
Ja, und das ist das, was mich echt überrascht. Und der höchstbezahlte bis dato war Darius Slay mit 16,7 knapp Millionen Dollar im Jahr. Und jetzt gleich der Jump zu 21 oder sowas? Warte, was? 21 Millionen. Mal eben den Jump über 5 Millionen, nicht 1 oder 2 Millionen mehr. Nein, 5? Das finde ich schon echt heftig. Das sind ja über ein Drittel Steigerungsraten. Jetzt habe ich wahrscheinlich fast ein Drittel Steigerungsrate. Das finde ich schon ganz schön heftig. Das ist Kassim. Ich weiß noch mein. Kassim, ist das wert? Ja, ich sag's für. Natürlich, weil ihr müsst euch vorstellen, wie viel Geld die Organisationen in der NFL machen, weißt du? Das heißt natürlich, ich als Spieler oder former Spieler, was immer du sagen willst, ich will natürlich, dass die Spieler so viel Geld wie möglich bekommen. Und wenn ein Spieler viel bezahlt wird, wird ein Spieler, der vielleicht nicht so gut ist, wird aber trotzdem, sein Gehalt wird auch höher gehen. Das heißt, von jedem der Gehalt wird ein bisschen höher und dann alle werden halt besser bezahlt. Und das ist natürlich das, was du haben willst. Ich sag dir, die ganzen anderen Top-Cornerbacks gönnen es Jalen Ramsey jetzt gerade in diesem Moment, weil, wenn deren Vertrag kommt oder die Zeit kommt, dass sie über einen neuen Vertrag sprechen, nehmen die das direkt, boom, als Vergleich. Und guck mal, meine Nummer ist ähnlich wie Jalen Ramsey. So viele Interceptions, so viele Pass-Deflections, so viele Completion Rate. Und dann benutzen die das gleich und brechen vielleicht 2 Jahre später nochmal diesen Rekord. Weil ich habe das zuerst gar nicht. Achso, was sagst du? Ich weiß, zuerst habe ich das nie verstanden. So, ein Kollege von Mark Ingram damals, ich habe vergessen, wer bezahlt wurde. Und dann ein anderer Spieler vom anderen Team hat richtig einen guten Running Back Vertrag bekommen und Mark hat sich gefreut. Ich so, ja, warum freust du dich denn? Er meinte, weil das heißt, dass ich besser bezahlt werde. Weißt du, so ist das halt. Patrick, du Cornerback, ja. Coach. Du weißt, die Rams haben schon sehr viel Geld ausgegeben. Aaron Donald, irgendwie 135 Millionen. Ja, ich mal eingehen. Wie wichtig ist ein Cornerback für dich im Team? Oh. Ist er das wert, so viel Geld oder dein zweitbestbezahlter Defensive-Spieler zu sein? Ja. Also, als Trainer baust du deine Defense um 2 Positionen. Einmal den rechten Defensive End und am besten auch noch den rechten Corner oder ein Cornerback, der Shutdown-Cornerback ist. Das sind die 2 Positionen, um die du dein Team baust. Wenn du eine Hierarchie oder eine Dynastie willst, hab einen Pass-Rusher und hab einen Corner und bau den Rest drumherum. Insofern ist es für mich nicht überraschend, dass er jetzt bezahlt wurde. Ich finde, das ist schon echt heftiger Jump zu über 20, zu 21 Millionen, vor allem, weil sie zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe mal geguckt, sind sie 600.000 Dollar über ihrem Cap. Ich bin gespannt. Jetzt sagt mir mein Computer, es tut mir leid, Apple Cash ist hier nicht. Wie strukturieren die diesen Vertrag? Weil, guck mal, die haben ja noch, pass mal auf, ich habe das hier offen, die haben ja noch 36 Millionen Dead Money haben sie noch wegen Brandon Cooks, Clay Matthews, Todd Gurley. Oh, die haben da noch richtig viel Geld, was gegen ihren Cap zählt, was für Spieler, die nicht mal da sind. Und dann sind sie 600 drüber. Die müssen ja irgendwas restrukturieren bei jemandem anders, entlassen. Oder ich bin gespannt, kommt alles erst ganz am Ende? Oder da bin ich mal gespannt drauf, wie dieser Deal dann wirklich aussieht. Und die Frage habe ich dann gleich für dich. Was machen die Teams mit solchen dicken Verträgen, wenn der Salary Cap durch die Pandemie runtergesetzt wird, weil die TV-Gelder einbrechen, dann muss der Salary Cap irgendwie angepasst werden. Was machen die? Was machen die Teams? Wie funktioniert das? Ey. Gibt es eine Lösung? Keine Ahnung. Die Jungs, die oben arbeiten, weißt du, unten sind die ganzen Spieler und Coaches und oben sind die ganzen Mathe-Genies, die Verträge machen. Ich schwöre, die sind so mit Taschenrechner alles am Start, die finden alles raus. Die Husos. Das hat sich angehört, als wolltest du dir gleich irgendwie aus dem Maul hauen, ey. Ostdorf kommt raus. Das ist Hamburg, ey. Das ist Hamburg City, ey. Ostdorfer Born, Alter. So, warte. Okay. Aber tut mir leid, warte, wir reden gleich weiter über Money. Oder es geht weiter über Money. Da war ja noch ein anderer Spieler.
Oh, ja. Der auch wieder einen kleinen Rekord okay. hier gemacht hat. DeAndre Hopkins, D-Hop. 2 Jahre. Was, nur 2 Jahre? Nein, 2 Jahre. Und ja, warte. Vertragsverlängerung. Oh, warte. Kannst du gleich erklären, Kasim? 54,5 Millionen. Davon sind 42,5 Millionen garantiert. Pass mal auf. Insgesamt hat er jetzt einen 5-jährigen Vertrag oder ist noch 5 Jahre unter Vertrag. Da macht er noch 94 Millionen bei den Arizona Cardinals, was die Texans ihm nicht geben wollten. Er hat, und das finde ich verrückt, ist noch immer noch relativ neu, den Vertrag selber verhandelt. Habt ihr das mitbekommen? Hat er einen Agenten? Ja. Er hat keinen Agenten. Er hat den selber verhandelt. Aber ich glaube, Björn, er hat die Parameter, die Rahmenbedingungen selber verhandelt, die großen Zahlen, und dann den Rest macht sicherlich ein Anwalt, weil diese, wie nennst du sie so schön, Offset Language, ja. Die Björn-Werner-Worte, das kann er nicht. Aber so den Rahmen, hey, warum nicht, wenn du smart bist, vielleicht hast du ein Business Degree und bist gut mit Zahlen, hey, warum nicht, wenn du deinen eigenen Wert weißt, warum nicht? Guck mal, Richard Sherman hat das davor schon gemacht, Russell Okung hat das davor gemacht, Offensive Liner, ich glaube, der war bei den Seahawks, und ich hab mich dann ein bisschen schlau gemacht, warum er das gemacht hat. Ich dachte erst, er wäre sauer und ich will meinen Agenten nicht Geld abgeben. Kasim, dazu kannst du gleich mal sagen, wie viel kriegt dein Agent ab, okay. Oder kriegt er von diesem Vertrag. Aber Hopkins will nach seiner Karriere, will er ins Front Office. Das, was Kasim gerade erwähnt hat, die ganzen schlauen Leute. Er will einfach mal da rein, ein General Manager werden oder was auch immer, im Front Office und ein Team zusammenstellen. Und deswegen hat er gesagt, warum nicht jetzt das gleich lernen, die Offseason nutzen. Und er hat sich angeblich sehr, sehr viel natürlich erlesen und in den ganzen CBA, da musst du ja alles wissen, wie du es gerade gesagt hast, ja. Patrick. Ey, das ist so viel Information, und deswegen hast du einen Agent. Kasim, wie viel kriegt denn dein Agent, wenn du jetzt ein Team kriegst? Meistens kriegt ein Agent 3% von deinem Gehalt brutto, okay? Das heißt, nach dem College, weißt du, die Agenten helfen dir, gehst irgendwo trainieren, bla bla. Und jetzt zum Beispiel mein Vertrag, als ich damals bei den Broncos unterschrieben hatte, ich glaube, mein Agent hat ein bisschen über 20.000 davon bekommen und mein Vertrag war so um die 1 Million. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn jemand eine Million. Okay, warte. Okay. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie die großen Verträge aussehen, und jemand unterschreibt einen 100-Millionen-Vertrag und wie viel Prozent davon dann zu dem Agenten gehen. Das heißt natürlich... Ich glaube immer noch 3, oder? Ja, ich komme drauf an, ab und zu, das kann man googeln, das ist kein Geheimnis. Aber wie gesagt, wenn man seinen Vertrag alleine natürlich verhandelt, kann man mit so einem großen Vertrag so viel Geld sparen, das geht um mich. Rich! Okay. Hey. Ich will immer noch in Ostdorf in meiner kleinen Wohnung wohnen, okay? Alles gut. Oh Mann, ey. Aber eine Sache, die ich noch interessant finde, ist, Kasim hat es ja gesagt, er hat ja noch 3 Jahre von seinem Vertrag übrig, den er in Houston unterschrieben hat. Den haben ja sozusagen bei dem Trade die Cardinals übernommen. So, in diesem Vertrag verdient er, glaube ich, für die nächsten 3 Jahre 13,5 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das ist natürlich pro Jahr. Das ist für so einen Receiver natürlich, das ist nicht Peanuts, aber im Vergleich zu anderen, mein OBJ verdient 18 Millionen, 20, Sammy Watkins hat letztes Jahr, glaube ich, 20 Millionen verdient. Sammy Watkins, und Julio Jones ist gleich mit 22 Millionen der Höchstbezahlte. Der gehört eigentlich in die 20 Millionen plus Kategorie, wenn man ehrlich ist, der Receiver, weil er ist für mich einer der Top 2, Top 3 Receiver. So, jetzt dadurch, dass sie seinen Vertrag übernommen haben, ne, mussten sie ihm ja so einen großen Deal geben, damit, wenn du es dann runterbrichst auf die nächsten 5 Jahre, ist sein Durchschnitt mit 18,9 ja immer noch jetzt nicht, ist er in den Top 5, glaube ich, oder gerade eben Top 3 oder Top 5, aber er ist nicht ganz da oben bei Julio Jones, weil sein Vertrag vorher einfach, ich will nicht sagen beschissen war, aber nicht mehr hergibt. Und die haben ihm dann so viel Geld in den Hals geschmissen, weil das liest sich ja erstmal
oh Gott, 54 Millionen, 27 und ein paar zerquetschte pro Jahr. Moment, das musst du natürlich den Vertrag davor noch dazu rechnen, dann auf die Laufzeit und dann bist du bei 18,9 Millionen und dann hat Arizona eigentlich einen guten Deal gemacht. So, und weil du jetzt als Vergleich Odell Beckham Jr. gesagt hast, hau raus. Hau es raus, weil die Bromantiker gehen im Chat schon ab, die wissen, was abgeht. Hau es raus. Also, dafür müssen wir erstmal erzählen. Björn, erzähl doch mal. Nein, ich erzähl nichts, das erzählst du. Oh, meine Güte. Also, das erzählst du. Gestern Morgen kam das Gerücht raus von einer jungen Dame, dass. Ich zeig sie mal, ich probiere sie mal zu zeigen. Zeig mal diese junge Dame. Ihr ja, Name. Ich probiere es, red weiter. Ja, ich probiere es mal. Sie nennt sich Slim Danger. Slim Danger. So, ich glaube, Björn zeigt uns jetzt. Das ist der Podcast. Rechts ist Slim Danger, die mit, die ihren G-String ganz nach oben gezogen hat, rechts. Die den G-String unter den Achseln trägt. Das ist Slim Danger. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, jemand kann das ja bei YouTube oder so in einem Comment droppen, weißt du? Auf jeden Fall hat sie in diesem Podcast gesagt, angeblich soll Odell Beckham Jr. drauf stehen, dass er in, wenn er bei seinen Sexualtaktiken ist, dass er es gerne hat, dass ein Exkrement auf ihn niederkommt. Der Pupu. Micke, der Pupu und der Belly. Und der Buddy. Das macht natürlich einen riesen Wave. Wow. Kasim, erzähl mal, wie groß das da drüben war, bitte. Ich weiß, ich bin morgens aufgewacht, ich bin auf Twitter gegangen und ich sehe diese ganzen Memes. Und jetzt komm, Bilder. Ich bin auf Google gegangen. Und ich denke, ich so, was hat Odell gemacht? Was geht hier ab? Ich verstehe nichts. Und dann habe ich gesehen, was er gemacht hat. Gleich wieder Twitter ausgemacht. So, oh Gott, ich will gar nicht mehr hier weiter gucken. Ich konnte. Ja, warte mal, guck mal. Ich kann ja nicht ernst bleiben, Mann. Das erste Thema ist, guck mal bitte, wie schnell einfach. Ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Gerücht ist. Und sie wollte sich natürlich irgendwie ein Rampenlicht durch diesen Podcast. Ja. Fortbewegen. Kasim, du kennst es, die Instagram-Models in Amerika. Aber viele NBA-Spieler, NFL-Spieler sind involviert mit denen. Ja, auf jeden Fall. Odell Beckham, guck mal, der kleine Clip eben gerade, 4,5 Millionen. Also das Gerücht geht schnell rum und Odell Beckham Jr. hat dann einfach danach, also noch hat er nichts Offizielles dazu gesagt. Aber er hat das Foto gepostet und genau. Dann can't knock me off my pivot, no matter what shit throw my way, smiley face. Also, geile Antwort, geiles Statement. Ich würde auch gar nicht weiter eingehen, wenn ich er wäre und hoffe mal, dass das Internet vergisst. Aber wir wissen, das Internet vergisst nie. Es vergisst nie. Ich glaube, aber wir müssen das ja einmal einordnen. Ich habe das ja gestern auch gepostet und geschrieben, so, ob das wirklich die Wahrheit ist, ne? Ist völlig wissen. Egal. Das ist auch seine Privatsphäre. Der Shit ist jetzt da draußen. Und der Shit ist da draußen. Ja, genau. So. Keiner weiß, ob die gelogen hat oder nicht. Aber trotzdem ist der Quatsch da draußen. Ruf ist ruiniert. Erstmal für die nächsten Wochen zumindest. Ich finde, OBJ hat das super gehandelt. Und am Ende des Tages sage ich auch tatsächlich, in meinem Post hatte ich unten Hashtag whatever floats your boat. Wenn du dich anpupsen lässt, ne, während du Liebe mit deiner Frau machst. Okay, wir beenden jetzt dieses Thema hier. Aber nein, das müssen wir gar nicht beenden. Das ist, was du in deinen eigenen vier Wänden machst, ist doch völlig in Ordnung. Nee, das meine ich ja, genau. Deshalb, ich glaube, die braune Suppe wird zu heiß gekocht. Miles Garrett hat einen guten Instagram-Post gehabt, der war richtig lustig. Zu dem Thema? Dann hättest du mir vorher sagen müssen. Tut mir leid, zu spät. Was hat er denn gesagt? Müsst ihr angucken. Geht bei Miles Garrett und kommentiert Deutschlandflagge. Kommentiert Deutschlandflagge. Mann, Alter, hier. Miles Garrett und lass eine Deutschlandflagge. Ja, Hände waschen. Den wollte ich einfach zeigen. You like that. Ja, was? Kirk Cousins.
Habt ihr gehört, Björn, erzähl mal, was Kirk Cousins... Das ging vor einer Woche rum. Kirk Cousins war im Interview mit Carl Brandt, der von Good Morning Football, glaube ich, ist, in seinem Podcast. Er sagt jetzt kurz zusammengefasst, ich respektiere alle, alle Regeln von der Corona-Pandemie, ich respektiere alle, jede Meinung, aber dann sagt er, Survival of the Fittest, der Stärkste überlebt und dann, ja, if I die, I die, wenn ich sterbe, sterbe ich. Und alle so, wow. Das ist ein heftiges Statement von einer großen Person in der Football-Welt, die natürlich sofort rumging im Internet und nicht gut aufgefangen wurde. Ja, zumal ja heute rausgekommen ist, dass ein Defensive Tackle von der University of California, Pennsylvania, ist eine Division II School, bei der ich fast mal gelandet wäre übrigens, nicht als Spieler natürlich, sondern als Coach. Da ist ein Defensive Tackle, hat sich mit Covid-19 angesteckt und ist gestorben. Dann ist so eine Aussage von Kirk Cousins, die ist schon sehr mutig. Jeder hat ja seine Meinung und ist ja auch okay, aber er muss schlauer sein in der Situation. Er muss wissen, was er für eine Plattform gerade hat. Er hat danach natürlich auch nochmal ein Statement abgegeben, dass er gesagt hat, natürlich halte ich mich an alle Regeln, ich werde getestet, ich will ja nicht, dass nur weil ich diese Meinung dazu habe, dass ich meine Teammates gefährde. Also er verfolgt alle Regeln, er trägt seinen Mundschutz in der Facility, er wird getestet, aber trotzdem, du musst echt aufpassen bei so einem Statement, wenn du ein NFL Quarterback bist bei den Minnesota Vikings. Und er lacht schon, was ist jetzt los? Nix, die Romantiker werden dich das schon wissen lassen. Okay, so. Er verfolgt alle Regeln. Ja, er folgt alle Regeln. Oh Gott, ey. Der Typ ist ein Schwein, der Bromatiker. In Test hat er schlechte Laune. Wir gehen live, hat er gute Laune. Und ist in diesem Mode hier. Weil ich das liebe mit euch. Okay. Er verfolgt alle Regeln. Davor warst du noch am Rumheulen. Oh Gott. Let's go. Nee, aber pass auf. Statement dazu von beiden. Von wem? Von euch, also zu Kirk Cousins. Also Kirk Cousins, was war schlau, war es nicht schlau, war es berechtigt, seine Meinung? Soll ich dir mal was sagen? Was Kirk Cousins so erzählt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Okay, also springen wir weiter zum nächsten Thema. Ja, lass doch Kasim noch mal was sagen. Plattform, aber sag nichts. Ich meine, natürlich, jeder hat seine Meinung und besonders in Amerika. Die Meinungen sind krasser als überall in der Welt, glaube ich. Aber natürlich ganz viele hören Kirk Cousins zu. Ich weiß auch damals, als Präsident Trump hat irgendwas gesagt. Wie heißt das? Zum Saubermachen. Saubermachen. Desinfektionsmittel. Ja, hatte gesagt, ja, einfach trinken und dann ist das alles weg. Und dann sind Nächsten hat gesagt, ihr müsst das trinken. Er hat gefragt, könnte man das auch nicht würde das nicht von innen wirken, wenn man das trinkt? Hat er gefragt, was natürlich für einen Präsidenten sehr smart ist. Auf jeden Fall. Haben sie gesoffen. Alle interpretieren das ja anders. Das heißt, man muss halt natürlich mit seinen Worten aufpassen. Aber wie gesagt, was er denkt, beeinflusst mich nicht wirklich. Also, Pappalapapp, auch nicht schlecht. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Dieses If I die, I die, wer hat das gesagt, in welchem Film? Easy. Drago in Rocky. Pass auf, was ist mit Paul Rubelt und Ivan Drago? Oh, warte, wir zeigen das noch. Ich muss das nochmal aufmachen und dann zeige ich das. Such das mal ab. Unser nachher. Paul Rubelt hatte nämlich bei der Rookie-Show bei UCF einen Auftritt. Was hab ich gelacht? Den müssen wir euch später noch zeigen. Erklären wir gleich alles. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar, wir müssen jetzt mal darauf eingehen, was passiert morgen, was passiert am Wochenende mit College und NFL und so weiter. Hau mal raus, Herr Werner. Ah, hier sehen wir das doch. Dürfen wir das eigentlich? Haben wir die Rechte, das von ProSieben so eine Grafik zu zeigen? Ist Social Media, wir geben mehr Credit. Ist doch alles okay. Und es ist ja dein Arbeitgeber. Klagen. Du bist dein Arbeitgeber. Es ist nicht dein Arbeitgeber, Björn? Nein, ich bin extern. So, also, nein, ich glaube, Christiane Maske wird nicht sauer sein.
sie wird uns das, glaube ich, Christiane. Sie wird das, glaube ich, eher lieben, dass wir da ein bisschen gleich mit Promo reinwerfen, weil natürlich morgen Houston Texans gegen die Kansas City Chiefs. Der Kollege hier, Patrick Isume mit Jan Stecker, wird das 2.20 Uhr. Wann geht die live auf ProSieben? 2.10 Uhr. Also da steht. In der Nacht, wo steht denn das? Oh, das stimmt, das steht da sogar. Oh, Mann. Dann Samstag um 18 Uhr steht noch nicht da, weil es noch nicht, wir wissen noch nicht, welches College-Football-Spiel der ProSieben zeigen wird. Patrick und ich werden das kommentieren mit Lakshu Dida, Max Hilke. Also wir wissen noch nicht, welches Spiel, aber es wird um 18 Uhr College-Football geben. Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Moment, Herr Werner. Es könnte auch 19 Uhr sein. Auch das wissen wir noch nicht. Nein, die haben gesagt, jetzt ist wieder alles normal bei dem 18-Uhr-Slot. Nur die erste Woche war 19 Uhr, haben die gesagt. Okay. Also, ihr werdet davon erfahren. Mogelpackung 18 Uhr. So, dann gleich habe ich dann auch nochmal eine Frage an dich, Patrick. Aber Miami Dolphins gehen die nur in den Patriots. Cam Newton, Fitzmagic, Seattle Seahawks, Atlanta Falcons im RAN.de. Wer kommentiert denn das? Steht es da hier rechts irgendwo? Volker Schenk. Hey, unser Homie Volker Schenk macht das immer sehr, sehr gut. Und Roman und Stecker machen Dolphins Patriots übrigens. Genau. Und dann am Abend, du fährst morgen hin und bist das ganze Wochenende da. Boah, du kommentierst drei Spiele. Also der Patrick muss sich echt vorbereiten für dieses Wochenende. Und dann kommentieren wir beide Tampa Bay gegen New Orleans Saints. So. Oh, nice. Warte mal. Meine Frage jetzt, weil ich habe das schon wieder alles mitbekommen und viele wahrscheinlich auch wieder in den Chat. Ich habe noch nicht mal geguckt, aber ich garantiere, das geht da schon wieder ab. Leute meckern ja immer. Ne? Immer. Warum? Erklär doch mal bitte nochmal, wie das funktioniert, die Spielauswahl, die NFL den Free-TV-Sender geben, wie das funktioniert. Einmal ganz kurz. Wieder? Ich weiß, aber wir haben immer neue Leute. Okay, dann mache ich das, weil du keinen Bock drauf hast. Mach mal. So. Mach es. Zwei Spiele in dem 19-Uhr-Slot, zwei Spiele in dem späteren Slot wird ProSieben Max oder ProSieben sozusagen als Option gegeben. Und die zeigen im 19 Uhr ja beide Spiele, heißt, die haben keine andere, die zeigen alles, was sie haben. Und im zweiten Slot, da suchen sie sich eins von den zwei Spielen aus. Weil die Leute meckern immer, ey Leute, das ist ein Free-TV, die nehmen, was man kriegen kann. Ne? Und natürlich die NFL macht die Entscheidung, weil natürlich basierend von den Fanbases, Merchandise-Kauf, weißt du, was ich meine? Die achten darauf und gucken, okay, welche Teams sind attraktiv für die große Masse. So, also. Richtig. Jetzt aber nochmal. Wir beide haben ja schon getippt am Wochenende. Ich will jetzt ganz kurz die Tipps von Kasim Edebar. Blende nochmal ein, Producer. Sag nochmal die Spiele, Dankeschön. Houston Texans und Bromantiker im Chat das Gleiche. Houston Texans, Kansas City Chiefs. Wir erinnern uns an das Playoff-Spiel. Boah, okay. War das geil. Ich glaube, ich muss mal wetten gehen. Wie heißt das, wo man wetten kann online? Keine Werbung hier. Mach keine Werbung jetzt hier. Kansas City Chiefs, Patriots, Seahawks, Saints. Booyah. Das ging schnell. Okay. Okay, die Saints. Ja, die habe ich auch, glaube ich. Okay, ich hab auch die Saints, die Chiefs, ich denke auch die Patriots und dann die Seahawks auswärts bei den Falcons. Das ist aber ein mächtiges erstes Wochenende, oder? Schon, das erste Wochenende hat es richtig in sich. Und dann haben wir jetzt. Ja. Oh ja, warte mal. Es fehlt hier irgendwas auf meiner Agenda. Wo ist denn? Ach, da! Wir müssen doch jetzt mal. Komm, wir sprechen das Highlight-Spiel am Sonntagabend. Klar, der Season-Opener ist ein Highlight. Was machst du denn da? Sorry. Das Highlight ist natürlich. Wir haben ja zwei echte Highlights: einmal der Season-Opener, Watson gegen Mahomes. Die beiden. Was machst du denn? Nichts gemacht. Und sehe so eben so, ey. Warte. Alles schon verraten. Komm, hau raus. Hat noch keiner gesehen, oder? Keiner einen Screenshot. Wir wollen jetzt mal auf das Spiel eingehen, was wir beide zusammen machen am Samstag und wollen mal die beiden Teams, die Bucks und die Saints, vergleichen nach Positionsgruppe. So, fangen wir an mit den Quarterbacks und den Quarterback Harris.
Alle drei haben Drew Brees. Warum? Warum nicht? Kasim, warum? Warum die Saints? Jeder weiß ganz genau, was Drew macht. Er ist effizient wie kein anderer. Und wir haben natürlich noch nicht Tom Brady mit einem neuen Team gesehen. Wir wissen nicht, wie seine Offensive Line ist. Und normalerweise die Saints Defensive Line, die tritt der Tampa Bay Offensive Line ganz oft in den Arsch. Das heißt, mal gucken, wie das geht. Und ich habe Cam auch gerade eine SMS geschrieben und gefragt, was die Ziele dieser Woche sind, um die Bucks zu besiegen. Und? Und? Überraschung? Nein. Natürlich, mit einem Quarterback wie Brady, was du natürlich machen willst, du willst so oft wie möglich einen Quarterback-Harry haben, okay? Das heißt, so oft wie möglich in seinem Gesicht sein. Nicht, dass er sich nicht ruhig da hinsetzen kann und den Ball werfen kann. Du willst ihn natürlich off-balance haben und dann Pressure und ihr wisst Bescheid, danach Interception. Ich wette mit dir, in dem Defensive Gameplan stand Move him off the spot. Das schreiben die ja immer, wenn du Pocket-Passer hast, ey, lass ihn nicht in der Pocket stehen. Und aber du glaubst... Happy Feet. Du willst, dass er Happy Feet kriegt. Das stand bei uns immer, wo wir viermal auf die Fresse bekommen von den New England Patriots und Tom Brady. Da denke ich an diesen Film, Happy Feet. Weißt du, was mein Coach immer gesagt hat? Mein alter Coach in Denver hat immer gesagt, Quarterbacks schmeißen Interceptions, wenn sie resetten müssen. Das heißt, wenn sie droppen und dann werfen, ist immer eine Completion. Aber wenn sie droppen und irgendwie anders in eine andere Position gehen müssen, nur einmal Reset, und je mehr Resets du hast, desto höher ist die Interception-Wahrscheinlichkeit. Es gibt eine Ausnahme, Kasim. Lamar Jackson? Nee. Der hat auch seine Füße nicht geresettet und trotzdem Picks geworfen, Jameis Winston. Nummer 3 bei den Saints ist. Ja, ob wir den sehen am Wochenende? Also, wenn sich Drew Brees verletzt, dann sehen wir ihn, weil Taysom Hill wird dieser Wildcard-Quarterback sein, der so oder so von Anfang an schon seine Reps bekommen wird. Aber ich glaube, dass Jameis Winston der wahre zweite Quarterback ist. Nein, das ist auf dem Depth-Chart, Winston ist Nummer 3 und Taysom ist Nummer 2. Also, ja, aber Teddy B war auch die Nummer 3. Deswegen, weil Taysom Hill spielt ja von Anfang an direkt und kriegt seine Raps. So, komm weiter. Running Backs, wo stehen wir? Oh, da bin ich allein auf weiter Flur. Pass mal auf, klick mal rein jetzt, den Fuchs. Ja, Nein, Kasim ist alleine. Patrick, warum die Tampa Bay Buccaneers? Ach so, warum denkst du, dass die Running Back... Ja, hab ich auch. Die haben LeGarrette Blunt geholt. LeGarrette Blunt, sag ich schon. Ja, genau. Leonard Fournette, der einen riesigen Chip jetzt auf seiner Schulter hat. Der will unbedingt es nochmal beweisen und war ja letztes Jahr auch keine Wurst. Ich glaube, der Bruce Arians und Tom Brady, der kommt da in eine Situation, wo er nicht den Mac machen wird, kann, sondern er wird abliefern. Dann haben sie LeSean McCoy, wo viele sagen, ja, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ey, der hat Erfahrung und ist immer noch in Open Field, ist der so gefährlich als Third Down Back. Deshalb ist für mich, ja, Alvin Kamara ist ein sehr, sehr guter Back, aber Latavius Murray ist dann doch einfach nur Durchschnitt. Und ich glaube, dass sie mit LeSean McCoy und Leonard Fournette haben die was am Start. Ja, vor allem, und sie hatten ja auch jemanden, der letztes Jahr gestartet ist und gleich für 700 Yards gelaufen ist, der ja auch nicht so schlecht ist. Die haben 3 Backs, die was können, glaube ich. Kiss eben. Ganz kurze Antwort, warum die Saints? Nur weil das deine Homies sind? Oder denkst du wirklich, sind besser? Vielleicht, aber Kamara ist gesund und das wird richtig gefährlich. Das heißt, und er wird gleich noch bestimmt in den nächsten Wochen seinen neuen Vertrag bekommen. Das heißt, die Motivation ist da, er ist gesund und Run Game, Pass Game, das wird gefährlich. Also ihr werdet richtig viele schöne Sachen sehen. Aber Kasim, in Menge, Ronald Jones, LeSean McCoy, Leonard Fournette, besser als Alvin Kamara und Latavius Murray?
wie die eingesetzt werden. Ich weiß ja nicht, wie sie ihre Spieler einsetzen in Tampa. Ich weiß ganz genau, die kriegen das meiste aus ihren Spielern in New Orleans. Und egal, wo sie gut drin sind, das wird richtig gut ausgeschöpft. Das heißt, für mich, die Running Backs, ich glaube, die werden produktiver sein für New Orleans dieses Wochenende. Mm. Kommen wir zur nächsten Position. Okay. Die Receiver. Oh, jetzt sind genau umgedreht. Ich gehe mal ganz kurz darauf rein. Das war sehr, sehr knapp. Natürlich haben wir Michael Thomas, Emmanuel Sanders bei den Saints. Und das ist eine mega gute Kombi. Und wieso bin ich nicht mit denen gegangen? Trotzdem, Mike Evans, Chris Goodwin. Ey, das ist, wenn ich einfach nur die Top 2 Receiver vergleiche, da würde ich Mike Evans und Chris Goodwin nehmen halt. Aber jetzt habe ich heute gehört, dass Mike Evans irgendwie angeschlagen ist und irgendwie nicht trainiert gerade. Ja, aber wenn sie beide gesund sind oder wenn sie alle gesund sind, ganz kleines bisschen. Ja, das ist echt. Ich habe bei mir Buccaneers. Aber sie sind beide mega stark. Also die Kombos sind nice. Patrick, warum bist du denn doch zu den Saints? Ich sage euch warum. Weil sie erstmal haben sie Michael Thomas in Kombination natürlich mit Drew Brees. Top of the Pops in der NFL. Kein Tandem ist so produktiv. Jetzt bekommen sie Emmanuel Sanders dazu. Entschuldigung. Das ist okay. Thomas musst du doppeln, brauchst ein Safety over the top, du musst zu ihm rollen, Bracket, das ganze Programm. Jetzt hast du einen Emmanuel Sanders, der potenziell mit dem schwächeren Corner ohne Safety-Hilfe, weil Safety ist in der Mitte des Feldes, rotiert zur anderen Seite. Ich glaube, Emmanuel Sanders wird massiv davon profitieren, dass der Main-Focus zu Michael Thomas geht. Und dann haben sie ja noch im Slot eine Maschine, die ich letztes Jahr schon im Draft angepriesen habe, als er gedraftet wurde, weil er im College schon eine Rakete als Returner war und im Open Field einfach eine Rakete. Deontay Harris mit der 11, dieses kleine Ding im Slot. Holy smoke. Ich glaube, die drei zusammen und dann kriegen sie von Drew Brees die Piff geworfen. Ich glaube, die werden in dem Spiel gegen Tampa produktiver sein als Goodwin und Evans, weil Brady auch nur ein kurzes Training Camp gehabt hat. Deshalb gehe ich für dieses Spiel mit den Saints Receiver. Jetzt hat er mich voll überzeugt hier, weißt du? Zuma hat recht, mach mal mein Gesicht. Ich kann es nicht mehr machen. Kurze Frage, hier. Ich wurde mal gefragt von Carsten Spengemann, das ist die Frage jetzt an euch. Wie viele Teams enden auf ein S in der NFL? Ich habe mega lange gebraucht. Ja, keins. Kasim? Wie viele Teams enden mit S? Ja, wie viele Teams in der NFL? Achso, Leute? Das ist eine Trickfrage. Achso, oder? Nee, stimmt gar nicht. Warte. 31. Warum? 31. Was hat sich jetzt geändert? Ja, Washington Football Team. Ja, ist so schlau, Mann. Wo mir die Frage gestellt worden ist. Ey, du bist so schlau. Oh Mann, Füchse hier. Davor waren 32. Lass uns mal zur nächsten Positionsgruppe kommen. Boom, No-Brainer, oder? Alle drei. Ich meine, Gronkowski, O.J. Howard, Cameron Braid. Brauchen wir gar nicht. Da ist komplett Zerstörung auf dieser Position. Die haben alles. Ich verstehe immer noch nicht, dass die so tief sind bei der Teilposition. Also ich bin mal gespannt, wer die meisten Snaps bekommt. Jared Cook ist auch kein Slouch. Naja, er ist ja, aber wir vergleichen Masse, die Position, genau, in der Masse. Gruppe. In der Masse müssen wir nicht drüber reden. Defensive Line. Boom. Das ist Offensive Line. Das ist Offensive Line, Mann. Siehst du, wer braucht hier die Brille? Oh, wer braucht hier die Brille? Er ist der älteste. Kasim, du kennst die alle. Erzähl, warum sind die geil oder geiler als von den Tampa Bay Buccaneers? Nummer 1. Coaching, die sind echt alle gut abgecoacht. Nummer 2, Talent, die sind echt talentiert. Aber natürlich, Ramczyk und Teron Armstead, rechter und linker Tackle, komplette Vollmaschinen. Ihr habt noch nie einen Left Tackle wie Teron Armstead gesehen. Ich glaube, er hat die schnellste 40-Yard-Dash beim Combine. Er ist eine 4-7-2. 4-7-2 offiziell. Mein Combine. Und dann sehe ich ihn vor mir irgendwie in der Gruppe vor mir laufen und ich denke mir, Jörn ist noch nicht mal eine 4-7-2 gelaufen. Nein, 4-8-3. der Typ wiegt 145 Kilo oder so. Ey, Maschine. Und er hat so schnelle Füße, der kann Cha-Cha machen, wie er will. Und ich weiß noch, damals im Training. Ab und zu,
Weil, kennt ihr das, wenn Defensive Ends natürlich einen guten Get-Off haben und ein bisschen cheaten, weißt du, aber es ist trotzdem noch, du bist immer noch on-site. Tyrone Armstead macht das jeden Snap. Ich schwöre, der Ball ist noch gar nicht gesnappt und Tyrone ist schon 5 Yards hinten. Und wenn du dann zum Ball läufst, Tyrone holt dich ein. Ich weiß auch einmal im Training, ich lauf richtig schnell zum Ball und Tyrone läuft einfach an mir vorbei. Ich so, was ist bei dir los? Und Ramcheck ist echt, ich weiß noch, als ich wieder zurück zu den Saints gekommen bin in 2016 oder 2017, habe ich ein bisschen natürlich mit den Jungs trainiert, weil ich im Team war. Aber Ramcheck ist echt solide. Der ist ganz gut, ganz gute Balance, guter Punch. Also da wird keiner um die Edge kommen. Also mal gucken, Shaq Barrett, das Matchup, darauf freue ich mich echt. Shaq Barrett, wie er versucht, an den Tackles vorbeizukommen. Schöne Erklärung, besser geht's nicht. Kommen wir zu der Defensive Line. Da ist natürlich der Schwager. Schwager ist das, ne, von dir, Kasim? Ja, ich schicke ihm ein Foto, dass er Bescheid weiß, dass ich gesagt habe, er ist besser. Ich schicke ihm ein Foto. Ja, aber erzähl, warum? Warum hast du die Saints? Nur wegen Cameron John oder bist du auch ein Fan von Marcus Davenport, Sheldon Rankings, Malcolm Brown? Ich habe hier gerade auch das Snapshot offen, aber ich weiß, ein Tampa Bay ist schon echt loaded. Bin ich dran? Darf ich reden? Ja, sag. Ja, du kannst dich verteidigen hier. Also eine Sache, ich glaube, von der Depth, kannst du für das mal kurz für mich übersetzen? Defensive Line. Die Tiefe. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, Björn kann sich das vorstellen, du bist 4 Spielzüge auf dem Feld und du bist schon außer Atem. Weißt du? Das heißt, und das Beste für einen Defensive Lineman ist, wenn man viel rotieren kann. Das heißt, du bist 4 Spielzüge drinne, kurz rotieren, zweite Gruppe drin und dann geht's gleich weiter. Und so kann man viel produktiver Defensive Line spielen. Das heißt, wenn du jetzt deine Superstars hast, weißt du, die geben dann für 3 Spielzüge Gas und dann sind die schlapp und die Rotation ist nicht so gut, dann wirst du nicht so produktiv sein. Ich glaube, die Saints halt mit der Depth, mit der ersten und zweiten Defensive Line, die werden viel produktiver sein als die Tampa Bay Buccaneers. Ich weiß aber, William Golston, den kennen viele, glaube ich, noch gar nicht mehr. Ey, der war auch aus Michigan State ein guter, guter Defense-Man. Aber wir haben Jason Pierre-Paul, der auch mit ein paar Fingern in einer Hand mega Pass-Rushen kann. Also so blind. Das ist Respekt, wirklich, was er abliefert noch nach seiner Verletzung. Am 4. Juli hat er mal einen Feuerwerkunfall gehabt. Und dann hast du noch Sue, der wieder da ist. Ich weiß nicht, ey. Ich bin auch ein Cameron John-Fan als Einzelspieler, aber wenn ich die Gruppen wieder vergleiche, Tackle ist besser bei den Buccaneers, Edge Rushers. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Shaquille Barrett. Das kommt auch, weil die einen spielen eine 3-4, die anderen eine 4-3, weil wenn du dir die Tackles anguckst, ne, Sheldon Rankins ist kein Slouch, Malcolm Brown ist ein Riesengerät, der kam von New England und David Onyemata, war der schon da, als du auch da warst? Ja, Okay. Wir nehmen aber in der D-Line-Position jede Woche, das wollen wir jede Woche machen, wenn ihr das gut findet, Romantiker. Die Outside-Linebacker-Pass-Rushers gehören aber in die D-Line offiziell, wenn er in der 3-4. Mhm. So, okay, also so habe ich das gemacht. Ja, weil da hast du Shaquille Barrett, 19,5 Quarterback-Sacks, Jason Pierre-Paul hatte über 10. Also das ist, und dann hast du Sue in der Mitte. Ich weiß nicht, ob Cameron John mit Marcus. Wenn du die mit dazu nimmst, könntest du argumentieren, ja, ich würde eigentlich sagen, eigentlich ist es unentschieden. Ja, unentschieden. So, dann machen wir weiter. Bram. Linebacker. Warum so easy, Coach? Warum sind wir alle auf der Seite? Ja, wen findest du da gut? Levante David. Levante David, Linebacker, Bucks. Wir haben Devin White, kleiner Middle Linebacker, geht ab, ist der diese Zukunft in der NFL, die Middle Linebacker, die einfach auch einen Tight End, den Y auch mal decken können in der Zone. Ich habe extra mal übersetzt, weil Leute mal. Sag doch mal mit den White Tight End. Nein. Die Leute haben immer gesagt, warum du in Englisch immer, du hast ja immer der Z Receiver. Achso, und die war das. Der Z-Receiver, warum nennt er das denn Z-Receiver? XYZ, XYZ. Ja, Devin White ist eine Rakete. Der wurde ja letztes Jahr in der ersten Runde gepickt. Müssen wir nicht drüber reden. Dann der andere Kollege neben ihm, Levante David.
Kevin Minter dahinter ist, glaube ich, ein Vet, der schon ein bisschen länger spielt, oder noch 3 Jahre, obwohl auch noch nicht so lange, ne? Das ist in seinem 3. Jahr, glaube ich. Aber die beiden sind die Zukunft, gerade Devin White, der kann rennen. Das sind so zwei, das ist ein Tandem, weil du spielst ja ganz viel Nickel, das ist ein geiles Tandem. Zwei geile Inside-Linebacker, die, wenn die Sub-Defense spielen, bleiben die auf dem Feld und du hast einfach 4-3 Nickel sozusagen, Sub-Defense, bleiben die beiden auf dem Feld, ist es 3-4 Defense, sind es Mike und Buck, die beiden sind einfach besser als, wie heißt er noch, Calzone, Alonsone, kennst du den auch noch, den Linebacker? Den kenne ich auch noch, die sind alle solide, aber... Aber solide, aber keine Anzalone. Ja, der Mario Davis ist nicht schlecht, aber Anzalone... Hast du mit ihm gespielt? Ich habe nicht mit dem Mario gespielt, aber ich kenne ihn, ich habe ihn kennengelernt und er ist komplette Vollmaschine. Ja. Aber ich glaube, der Schwachpunkt bei den Linebackern, und Schwachpunkt ist auch wieder, du bist Starting Mike Linebacker in der NFL, dann bist du auch keine Wurst, ne? Aber Alex Anzalone, ich glaube, das Tandem in Tampa ist einfach besser. So, letzte Positionsgruppe, DBs. Kann ich ganz kurz sagen, weil ich sehe das auch hier an den Kommentaren und dann kannst du darüber auch nochmal gleich reden, wie ich gesagt habe, lass über Special Teams reden. Alle sagen, zeig gleich nochmal Special Teams. Björn sagt so, nein, interessiert keinen. Okay, lass über die DBs kurz reden und dann reden wir noch über Special Teams. Nee, warte mal kurz. Ich habe ja gesagt, können wir denn machen und dann habe ich ja ein neues Dokument kreiert und dann, wer hat sich nicht mehr gemeldet und seinen Special Teams Pick reingemacht? Wer? Du hast nie drauf geantwortet, deswegen ist es nicht mehr da. Ich habe das nicht gesehen, da musst du mir erst mal schreiben. Aber Patrick, du liebst doch Antoine Winfield, den Safety, der Zweitrunden-Pick, glaube ich, von Minnesota bei Bucks. Er macht sich richtig gut. Hat nicht geholfen, ja. Ne? Hat nicht geholfen, die Nein, wenn du dir Bucks das nehmen, anguckst, du hast Marshawn Lattimore und Janoris Jenkins auf Corner. Dann hast du Malcolm Jenkins, der kam von Philly, geiler Safety, zusammen mit Marcus Williams. Dann hast du Patrick Robinson, Veteran Corner noch, der sozusagen dann Outside spielen kann oder jemand anders spielt, Nickel. Ja. Ich glaube, die ersten drei Corner und die beiden Starting Safeties, das ist schon echt top of the pops, was die New Orleans Saints da zu bieten haben. Und für einen Rookie mit dieser kurzen, auch wenn er sich gut im Training Camp gemacht hat, und ihr wisst es am besten, der hat kein Preseason-Spiel gespielt. Der geht direkt vom Practice-Speed zu In-Season-Speed. Der wird sich umschauen. So, wir sind eigentlich, haben wir geplant, immer eine Stunde zu machen, aber Kasimi Dabali ist auf 100%ig unser Laberlauch-MVP heute, weil er seine Zeit bekommt. Es gab schon den Hashtag im Chat. Lass Kasim ausreden. Dankeschön. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde gerne noch ganz schnell, wir haben sogar Power-Rankings gestartet. Die wollen wir eigentlich jede Woche mal so, ne, die Top 10 Power-Rankings von uns. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt noch dran, oder? Machen wir noch schnell, aber davor. Ja, natürlich bleiben alle. Ja, aber. Reden wir aber noch über Special Teams, oder nicht? Nein, das machen wir nächste Woche. Fällt aus. Machen wir nächste Woche. Du, das ist deine Schuld. Du hast es verdorben. Wirklich, du hast es verdorben, Mann. Du weißt, du bist so laut, aber das war deine Schuld, dass sie nicht da sind. Nächste Woche. Warte, wenn euch diese Show bis jetzt gefällt, wir werden noch 10, 15 Minuten weitermachen. Dann brauchen wir euren Support aber, indem... Wir werden noch 10, 15 Minuten weitermachen. Ich muss mit dem Hund raus, der macht Pups mir gleich. Ja, der macht gleich einen OBJ bei mir im Flur. Lasst ein Like da, wollte ich sagen, bitte. Für den Algorithmus, lasst ein Abo da. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Twitch, bin ich ganz ehrlich. Algorithmus. Lasst ein Twitch da, vorne kommentiert, ey, wenn es euch gefallen hat. Wir wollen das durchziehen, die ganze Saison. Aber es sind eine Menge Leute noch online, mega geil. Power Ranking, ganz schnell. Dann kannst du mit dem Hund gehen. Blende ein. Dann fangen wir an. Mit wem fangen wir an? Mit Kasim. Okay, dann machen wir Kasim. Unser Gast, ja. Leute, das ist sein erstes Power-Ranking, Woche 1 in die Saison rein. Ja. Also erzähl mal, gib mal 2, 3 Sätze, warum das so ist, warum ein paar Teams da sind. Eine Sache. Und dann wirst du zerstört. Okay, gut. Eine Sache gut. Über Power-Rankings, Woche 1. Weißt du,
ist eigentlich alles egal, weil das ist alles basiert von der letzten Saison. Also wie die diese Saison spielen, kann komplett anders sein. Es wird bestimmt ein richtig gutes Team in dieser Top 10 sein, die wir auf die wir gar nicht getippt hätten. Aber wie gesagt, basiert auf letzte Saison. Hier sind meine Power Rankings. Und natürlich, die Chiefs sind heiß, 49ers sind heiß, ihr wisst Bescheid. Und ich glaube, das sind gar keine Überraschungen wirklich. Nein. Also, voll Woche 1. Ich muss sagen, meins ist sehr ähnlich. Ich glaube, du hast es echt einfach nur kopiert, weil ich die zuerst reingeschickt hatte. Da sind echt keine großen Unterschiede. Ne? Ich glaube, hattest du die Ravens gerade auf Nummer 2? Ähnlich. Es sieht eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Vielleicht ein, zwei Teams haben dich ein bisschen, geändert. Aber Du hast die Tampa Bay auf 10? Ich habe die Tampa Bay Buccaneers auf 10. Ich denke, die kommen in die Playoffs. Am Ende der Saison werden sie aber erstmal verlieren gegen die Saints. Ja, ich glaube schon. Aber ja, das finde ich mal. Ich bin mal gespannt, wie das so Woche 4, 3, wie sich das jede Woche ändert. Wir wollen sie denn natürlich jede Woche updaten. Ich glaube, bei dir, Coach, hattest du ein paar Unterschiede. Meins Power Ranking ist ein bisschen anders. Ich werde ein bisschen Hass kassieren wahrscheinlich, weil ich habe die Buffalo Bills, Ravens, die Saints, klar, Seahawks. Ich habe die Dallas Cowboys da drin. Oh, sechster Stelle. Und ich habe die Buffalo Bills da drin. Okay, warum die Cowboys an sechster Stelle? Ich glaube, die Cowboys, wenn du dir das Personal anguckst, kannst du sagen, hatten sie letztes Jahr alles schon. Problem ist, letztes Jahr hatten sie Jason Garrett. So, dieses Jahr haben sie einen Coach. Insofern glaube ich, dass... So schlecht ist Jason Garrett. Nein, fachlich, das hat nichts mit fachlich zu tun, aber ich glaube, dass Mike McCarthy die anders erreichen wird als Jason Garrett. Und sie haben mit Dak Prescott, der jetzt ja auf seinem Franchise-Tag spielt, der hat was zu beweisen, der hat Andy Dalton im Nacken. Ich glaube, der wird richtig abgehen. Ich glaube, dass mit CeeDee Lamb haben sie jetzt Michael Gallup, CeeDee Lamb und Michael Gallup und Amari Cooper. Was ist das bitte für ein 3-Receiver-Set mit Ezekiel Elliott, einer guten Offensive Line, einer guten Defense? Deshalb, ich glaube, die Dallas Cowboys werden dieses Jahr am Anfang vielleicht ein bisschen rostig sein, aber wenn die in Groove kommen, werden die hinten raus ihre Division gewinnen und weiterkommen, als viele denken. Warum habe ich die Vikings nicht drin? Ja, die Vikings sind bei mir die Nummer 11. Jetzt blende das mal aus, weil ich muss da nochmal gucken. So, warum habe ich die Buffalo Bills da drin? Weil ich glaube, dass die die Division gewinnen könnten. Es wird natürlich haarig mit den Patriots, aber die Patriots hatten viel Aderlass und auch Cam Newton muss erstmal in Groove kommen. Und die haben jetzt Stephon Diggs, Josh Allen entwickelt sich weiter. Also, Rams fehlen einfach Power Ranking. Ja, die Rams fehlen. Leute, die Rams, nee, nachdem die haben das Talent, aber die müssen erstmal wieder zeigen. Die haben einen Quarterback Harry, weil sie Aaron Donald haben. Quarterback Harry. Nein, aber das Ranking, das wird sich jede Woche ja auch verändern. Und das in der ersten Woche ist ja wie immer, sagen wir öfter mal, High-Level-Guessing. Nach Woche 1 wissen wir mehr. Und wir sehen uns ja nächste Woche Mittwoch wieder, wenn wir dann den ersten Spieltag hinter uns haben. Und Leute, das war jetzt mal sozusagen der Startup mit der Late-Night-Football-Show, mit der Late-Night-Football? Late-Night-Football. Darf ich zurückkommen? Und wir haben noch keine Spiele gezeigt, die werden wir auch nicht zeigen, aber Spiele gesehen. Kasim, du, solange du kein Team hast, wirst du dabei sein. Wenn du dann hoffentlich ein Team hast, kommt, nehmen wir einen anderen Spieler, nehmen wir Max Thielke. Wir müssen uns nochmal überlegen, Patrick, weil die Bromantiker sind echt bereit, uns rauszuschießen und dass Kasim Edebali Football Bromance TV alleine übernimmt, sagen sie. Weißt du, wie schön sich das anfühlt, dass ich von den Bromantikern so schön... Das ist wie eine schöne Umarmung. Was hast du vor der Sendung gesagt? Ey, du sagst, die Bromantiker sind echt special, weil die schreiben dir, die geben dir Feedback. Ja, die waren schon im Chat, da waren schon 400 Leute im Chat eine Stunde davor drin. Und Kasim ist so, ey, das ist ja verrückt, was die einfach für einen Support und was für eine Unterstützung die zeigen.
Das ist schon, naja, ey, wirklich, fettes Dankeschön. Ich muss mir mal vorstellen, als wir nach Amerika gegangen sind, damals, und der Support war noch nicht so, wie er heute ist, und jetzt, ey. Da wusste kein Schwein, dass wir College Football spielen für Riesen-Colleges, und dann kam der Draft, und dann kam, und dann auf einmal, zack. Und dann war natürlich der Coach im Fernsehen und hat das Ding zum, der Mogul hat es zum nächsten Level gebracht. Ja, so. Ich habe den Quarterback Harry gemacht. Liebe Bromantiker da draußen, eins können wir euch versprechen, der Kassim Edebali nicht, weil der muss hoffentlich spielen und lebt ja da drüben, aber wir können euch versprechen, wenn Corona vorbei ist, dann werden wir eine Bromantiker-Party machen und sie wird episch. Können wir eine Bromantiker-Gym-Session machen, Bankdrücken? Das können wir auch machen. Aber die Bromantiker-Party hätte ja eigentlich morgen stattfinden sollen. Weißt du das? Stimmt. Die wir vor 6 Monaten angekündigt haben. Aber die wäre morgen gewesen. Ey, crazy Zeit. Aber wenn aufgehoben ist nicht auf oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sie wird irgendwann kommen und bis dahin schwillt die Familie an. Das klingt jetzt auch wieder komisch. Schwillt an. Wächst diese Familie weiter. Herr Werner, was müssen die Leute lassen? Ein Twitch-Like, hast du alles schon gesagt? Algorithmus. Alles. Wenn es euch gefallen hat, wollen euch natürlich nicht zwingen, aber wenn es euch gefallen hat. Lasst einen da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Selber Kanal, selbe Zeit, 21 Uhr zu Late Night Football. In diesem Sinne, hey Edebali, irgendwelche letzten Worte? Tschüss.